Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Schoki Banoki. Mein Name ist Sanni vom Kanal Einfach Sanni und ich unterstütze diesen Kanal mit ein paar Lifehacks, Family Hacks, Sparhacks und Co. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement und ich möchte euch meine drei besten Tipps geben, wie ihr euer Zeitmanagement am Tag optimieren könnt, um nicht in Stress zu verfallen, um Aufgaben auch wirklich zu schaffen. Und nun geht es los nach dem Intro. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer 1. Ich sehe es oft in meinen Beratungen bzw. jetzt in meiner virtuellen Assistenz und als Office Coach, dass die Leute sich verzetteln. Sie haben 20.000 Apps auf ihrem Handy, um gewisse Dinge zu verwalten. Und das muss einfach nicht sein, denn jedes Smartphone, ob es Apple ist oder ob es Samsung ist, hat schon vorgefertigte Apps, die man nutzen kann. Letztlich geht es darum zu gucken, was will ich eigentlich nutzen? Bin ich ein Papierfreund? Bin ich ein App-Freund? Bin ich ein Computerfreund? Wie auch immer. Und diese Dinge dann auch zu nutzen. Also, wenn du schon digital arbeitest, dann solltest du die Dinge auch auf deinem Smartphone nutzen, denn das hast du in der Regel immer dabei. Bist du der Papierfreund, dann solltest du auch lernen, dein Notizbuch bzw. deinen Kalender immer mit dir zu führen. Kommen wir also zu Tipp Nummer 1. Nutze ein Tool für alles bzw. ein Medium für alles. Nutzt du quasi die digitale Welt, nutze das Handy. Nutzt du die Papiervariante, dann nutze deinen Kalender. Wer mich schon ein bisschen länger kennt und meinen Kanal vielleicht eventuell schon verfolgt, der weiß, dass ich der komplette digitale Freund bin. Kommen wir da auch gerade zu Tipp Nummer 2. Dieser Tipp heißt, nutze eine App bzw. eine Sache pro Ding. Das heißt, wenn wir mal gucken, was brauchen wir am Tag? Wir brauchen am Tag den Kalender, wir brauchen vielleicht Notizen, wir brauchen vielleicht Erinnerungen und wir brauchen unsere Kontakte. Und in der Regel ist es so, dass hier mal ein Post-it rumfliegt mit irgendeiner Notiz, dann wird wieder irgendwas auf dem Computer eingehämmert, weil gerade ein Anruf kommt, dann wird aber wieder das Handy genutzt, weil man unterwegs ist und so weiter. Deshalb nutze ich für jede Sache ein Tool, sprich für den Kalender, den Kalender. Für Notizen bzw. To-Dos nutze ich die Notiz-App und für Kontakte meine Kontakte. Das heißt, ich habe sie alle an einem Ort. Ich habe das nicht irgendwie verstreut und verteilt, sondern habe es tatsächlich nur an einem Ort. Und ich muss sagen, das Smartphone ist immer dabei und deshalb kann ich mich auch eigentlich nicht verzetteln. Wenn mir also eine Idee kommt, schnappe ich mir mein Handy oder rufe Siri und dann nutze ich dort die Erinnerungsfunktion bzw. die Notizenfunktion. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist, plane deinen Tag am Abend davor. Ich habe es sonst immer so gemacht, dass ich mich sonntags hingesetzt habe und meine komplette Woche geplant habe. Und was soll ich sagen? Diese Woche war nie so, wie ich sie geplant habe. Denn unser Alltag ist einfach zu dynamisch, zu abwechslungsreich, dass wir nicht alles durchtakten können. Das, was ich letztendlich gemacht habe, ist, mich abends hinzusetzen, zu gucken, welche Projekte liegen nächsten Tag an. Sei es Kuchenbacken für den Kindergarten oder sei es für die Arbeit. Also ich bin ja selbstständig als virtuelle Assistentin und habe dort mehrere Kunden. Und dann schreibe ich mir einfach abends in meine Notiz-App auf, was für welchen Kunden anliegt. Freitagsabend schreibe ich meinen Kunden immer ein Report, was die Woche gelaufen ist und was ich in der kommenden Woche geplant habe. Dadurch, dass ich das schon tue, weiß ich natürlich schon so eine grobe Struktur in der Woche. Es kann natürlich immer ad hoc was dazukommen, aber letztendlich weiß ich, was geplant ist. Und nun setze ich mich abends hin und gucke, okay, Kunde XY muss das und das erledigt werden. Kunde das und das erledigt werden. Privat das und das erledigt werden. Und dann nehme ich mir meinen Kalender und blocke mir diese Zeiten. Das heißt, wenn ich für einen Kunden zum Beispiel im Telemarketing tätig bin, dann blocke ich mir eben halt von 9 bis 12 die Zeit zum Telefonieren. Wenn ich weiß, ich muss für einen Kunden die Social-Media-Planung machen, beziehungsweise die Social-Media-Betreuung,
Das kann ich auch morgens in den frühen Morgenstunden machen oder eben halt spät abends, denn dort bin ich nicht ans Telefon gebunden oder an E-Mails. Das heißt, ich strukturiere meinen Tag so, wie meine Projekte eben halt auch sind und packe eben halt zwischen diesen ganzen Geschichten dann meine privaten Sachen, beziehungsweise habe dann auch einen vernünftigen Feierabend um 13.30 Uhr und dann ist erstmal Familienzeit angesagt, bis ich abends um 20 Uhr dann nochmal an den Rechner gehe. Also das heißt, wenn du einen strukturierten Tag haben möchtest, setze dich abends hin und plane deinen Tag. So weißt du, wenn du schon ins Bett gehst, was nächsten Tag auf dich zukommt. Das lässt dich zum einen ruhiger schlafen, weil du nämlich ganz genau weißt, was passiert und was anliegt. Und du kannst natürlich flexibler reagieren, wenn irgendwas dazwischen kommt und kannst sagen, okay, dann muss ich nochmal schieben und muss es vielleicht auf den nächsten Tag packen. Das hat mir aber unheimlich geholfen, weil ich habe, wie gesagt, meine Woche immer vorgeplant und nie ist es so gekommen, wie ich die Woche vorgeplant habe. Oder ich habe auf Zuarbeiten von einem Kunden gewartet und hatte damit mal Leerlauf und hing dann irgendwie in der Luft. Das wiederum war für mein Gehirn überhaupt nicht gesund. Ja, also das waren meine drei Tipps für das Thema Zeitmanagement. Nutze ein Medium. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Nutze eine App, ein Tool für diverse Dinge, sprich Kalender für Kalender, Notizen für Notizen, Kontakte für Kontakte. Dann hast du alles sauber. Und Tipp Nummer 3, plane deinen Abend oder beziehungsweise deinen Tag am Abend davor. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn dir dieser Kanal gefällt, dann klick doch hier unten irgendwo auf den Button abonnieren. Ich freue mich bis zum nächsten Video und vielleicht sehen wir uns ja auch auf meinem Kanal bei Einfach Sanni. Bis dann. Tschüss.